Ihr habt mich gefragt, ob ich schon mal ein Video gemacht habe zum Thema Absaugung, und ich habe tatsächlich altes Videomaterial noch gefunden zu meiner Absaugung, weil ich habe schon mal eins gemacht dazu. Und weil euch das interessiert, erkläre ich euch jetzt mal in dem Video, wie die Absaugung funktioniert, denn ich habe ja hier einen Lötofen und ich habe hier hinter mir einen CO2-Laser. Die machen relativ viel Rauch und Dreck und auch ungute Gerüche, und aus dem Grund muss man das Ganze filtern. Ich habe in meinem Fall eine dreistufige Absauganlage. Ich habe einen groben Vorfilter, einen etwas feineren Filter und dann unten drunter noch einen kompletten Aktivkohlefilter. Und in dem Video zeige ich euch einfach mal, wie die Filter aussehen, wie das Ganze innen drin aufgebaut ist. Und da ich das Video damals gedreht habe, weil ich die Aktivkohle tauschen musste, tauscht man ganz am Ende noch die Aktivkohle im Aktivkohlefilter ganz unten. Ich hoffe, das Video gefällt euch. Viel Spaß! Der Aktivkohlefilter kommt an sein Lebensende. Also man riecht mittlerweile schon eigentlich, wenn das Ding läuft, also wenn ich jetzt löte oder lasere, riecht man einfach schon ein wenig, nicht extrem, und man riecht dann einfach, dass da irgendwelche Gerüche in der Luft sind, die vorher nicht da waren. Und deswegen habe ich jetzt einen großen Sack Aktivkohle gekauft und ich versuche, den alten Filter aufzumachen. Ich bin mal neugierig, ich hoffe ihr auch, wie die Aktivkohle denn aussieht, die verbrauchte, was da dran klebt. Und ja, ich hoffe, es funktioniert überhaupt. Wie gesagt, der Filter selber mehrteilig. Man kann den auch mit weniger Filterteilen benutzen. Habe ich jetzt noch nie gemacht. Hier einfach ein Deckel, der obere Teil, da ist auch der Anschluss für meinen Schlauch, damit der Filter drin ist. Und dann besteht der erstmal aus zwei Filtereinheiten, die praktischerweise auch zusammenkleben gerade. Einmal ein grober Vorfilter. Bei dem groben Vorfilter handelt es sich um Filterklasse F7. Und der kann halt quasi, ja, 98%, keine Ahnung, was das Ding kann, guckt es euch mal an. So sieht es aus, das kann der Filter F7, der grobe Vorfilter mit Metall drumherum. Und man kann hier oben schon, ja, man kann das schon erkennen, ich kriege auch dreckige Finger. Da ist schon etwas, das der gut wegnimmt vorne ab. Quasi den groben Staub vom Laser. Dann geht es weiter in einen H13, also Feinheitsgrad Filterklasse H13. Gerade dass mal da seht, was der so wegnimmt. Da sieht man hier jetzt schon kaum noch irgendwelche Laserreste. Also im Prinzip nimmt der, hier unten ist er ganz weiß, hier oben leicht bräunlich. Der erste Filter nimmt also schon gut was weg. Der zweite Filter nimmt ja noch so den ganzen feinen Staub raus, und das richtig Giftige und das, was dann so stinkt und eklig ist, landet dann im untersten Filter. Und das wäre in dem Fall, müssen wir wieder hier ein Fach weiter aufmachen. Der Aktivkohlefilter, da steht, glaube ich, nicht wirklich was drauf. Aktivkohlefilter und Backfilter. Ich hoffe, wir kriegen das Ding irgendwie auf. Man kann hier jetzt schon mal gut erkennen, ich hatte schon mal Löcher drin in meinen Vorfiltern, weil einfach irgendwelche, ja, noch heißen Teile vermutlich mal vom Laser da was reingebrannt haben. Der Filter selber sieht jetzt so aus. Wahrscheinlich ist oben und unten Vlies. Man kann das auch leicht drücken. Und wenn man schüttelt, man hört, da ist Aktivkohle drin. Das Ganze ist hier und hier genietet, und ich würde jetzt einfach mal optimistischerweise die Nieten aufbohren und hoffen, dass ich dann hier seitlich in den Filter reinkomme. Und das Ganze nun aufgebohrt. Ich werde jetzt mal hinten den Dichtungsgummi schön abschneiden, weil den will ich eigentlich so wie er ist wiederverwenden. Dann schauen wir mal rein. Befindet sich ein rosaroter Vlies darüber, und unter dem Vlies, tada, Aktivkohlepellets, und zwar gar nicht mal so wenig. Und die sind auch ganz schön braun zum Teil. So sehen die aus. Kriegt da gleich schwarze Hände. Riechen eigentlich nach nichts aktuell. Also komisch, dass die dann so extrem
ausdampfen trotzdem. Und das Ganze oben sieht man, glaube ich, ja, mit einem Vlies abgedeckt, damit sie halt eben nicht rausfallen können. Ich habe mir jetzt einen ganzen Sack voll gekauft, schütte jetzt die erstmal in den Eimer um, damit wir die dann fachgerecht entsorgen können. So, nachdem ich jetzt kurzzeitig zwischendrin, wie mein Papa ausgeschaut hat, der ist nämlich Schornsteinfeger, habe ich jetzt beschlossen, ich mache hier Muttern rein und Schrauben. Und zwar klebe ich einfach die Muttern hier an das Blech dran und das müsste dann eigentlich ja halten. Dann könnte ich das von außen schrauben. Ich habe hier noch, ich habe hier noch Schraubensicherung, hochfest. Und mit der müsste es eigentlich funktionieren. Die ist zwar sehr viskos, das heißt, die wird mal, wenn ich Pech habe, ins Gewinde reinlaufen. Aber ich schraube das nochmal kurz an und klebe das Ganze dann einfach hier fest. Mache es mit irgendwelchen Klammern fest, damit es hart werden kann. Und dann sollte es soweit, hoffe ich mal, funktionieren. Während der Kleber jetzt trocknet, gucken wir uns mal hier die Absaugung selber an, damit ihr mal seht, was ich da so habe. Bin mir gerade total unsicher, was für eine Firma das eigentlich ist. Ich habe die, wie gesagt, gebraucht, gekauft damals. Baujahr 2005, also sie hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Polytech Systeme GmbH in München. Keine Ahnung, ob das jetzt der war, wo ich das Gebrauch gekauft habe, ich weiß es nicht. Wir haben hier einen Stromanschluss 230, ganz normal. Und wir haben hier einen Remote Input, da kann man irgendwie zwei Pins verbinden. Dann schaltet sie ein und aus. Das überlege ich mal schon lange mal für den Laser, dass sie automatisch ein- und ausgeht, aber ich komme einfach nicht dazu. Wir haben hier einen Betriebsstundenzähler, einen Ausschalter, ganz normal. 3788 Betriebsstunden, mit 3300 habe ich sie gekauft, also ja, so knapp 400 Betriebsstunden, 450 Betriebsstunden habe ich da jetzt drauf gefahren. Hier kann man einstellen, wie schnell der Motor läuft, also bei der Absaugung für die Lötanlage habe ich die Geschwindigkeit relativ weit unten. Beim Laser bin ich relativ weit oben mit der Geschwindigkeit. Und hier hat man nochmal so einen Taster, wo man sie in Standby schalten kann, also dass sie hochläuft. Drückt man hier drauf, dann schaltet sie aus, bleibt aber elektronisch an, drückt nochmal drauf, dann geht sie wieder an. Das ist, glaube ich, die gleiche Bedienung wie hinten mit der Remote-Anschlussgeschichte. Das Ganze auf Rädern. Und hier an diesen seitlichen Auslässen, da kommt die gefilterte Luft wieder raus. Und das Witzige, hier oben bei diesen kleinen Einlässen und bei dieser kleinen Rundung hier, da saugt er die Luft an. Also das Ding hat echt mega, mega, mega krasse Saugkraft. Und das Ganze durch diese kleine Öffnung durch. Also ich finde das der Hammer. Also die Turbine drunter, die ist nicht ohne. Hier ist nochmal ein weiterer Eingang, ist glaube ich irgendwie so ein Differenzdrucksensor oder sowas da dahinter, denn das Ding erkennt auch irgendwie, wenn der Filter voll werden sollte oder irgendwas verstopft ist, dann gibt es vorne eine Warnung mit aus. Genau, also das finde ich am interessantesten, dass das durch diese kleine Rundung quasi so viel Luftmenge angesaugt kriegt. So, das mit der Schraubensicherung hat nicht so ganz geklappt, wie ich wollte. Ich habe jetzt mal schnell so Holzteile gläsert, wo genau eine Mutter reinpasst, habe die Muttern hier in diese Holzteile geklebt. Das Ganze hält hier auch einigermaßen. Viel muss ja nicht halten, wird ja dann eh festgezogen. Hauptsache die Mutter fällt nicht raus, wenn ich das Ganze zumache. Gut, dann schütten wir jetzt mal Aktivkohle rein und schrauben das ganze Ding wieder zu soweit. Also, das sind definitiv die gleichen Pellets, wie es davor waren. Das Ganze jetzt aufgefüllt. Ich packe hier wieder diesen Vlies rein, der drin war. Hier war der Kleberest von dem Dichtungsgummi da unten. Den kleben wir dann auch gleich wieder an. Noch verschrauben und dann wären wir mit dem soweit durch. Nun bauen wir es wieder zusammen. Oh, in der Reihenfolge, wie ich es auseinandergebaut hatte. Hier war der erste Kasten. Und dann packen wir hier gleich den Aktivkohlefilter rein. Immer auf die Pfeilrichtung achten. Airflow in diese Richtung. Auf jeden Fall genauso schwer wie vorher. Also wirklich Gewicht haben wir da jetzt keins gespart zum Glück. Nach dem Aktivkohlefilter
kommt so ein kleines Zwischengitter. Dann der feine Filter, der H13 war das. Auch hier wieder Airflow, auf die Luftrichtung achten. Das Ganze hier rein. Auf den oben drauf der grobere F7 Filter in der richtigen Richtung. So. Und am Schluss der Deckel. Im Übrigen, ich habe nachgelesen, die Aktivkohle kann man rein theoretisch komplett über den Haushaltsrestmüll entsorgen, weil ist ja nur Kohle. Ich werde es aber trotzdem mal zum Recyclinghof bringen, den ganzen Sack hier, den ich da jetzt habe, weil ich schilder denen mal, was ich damit abgesaugt habe, und dann müssen die entscheiden, ob es jetzt Problemstoff ist oder nicht. Das Ganze im Übrigen, der Sack, den ich da draußen hatte zum Nachfüllen, sind 25 Kilo. Ich schätze mal, dass ich das Ding dreimal nachgefüllt kriege damit. Der war, ich glaube, 120, 130 Euro. Also die Filterkosten, wenn man selber nachfüllt, sind überschaubar. Wir stecken jetzt aber mal ein und schauen, ob das Ding noch funktioniert oder ob es gleich in Flammen aufgehen wird. Standby-Knopf aufzeigen. Ja, saugt noch ab, einwandfrei, sagt auch alles okay, filtertechnisch, drucktechnisch. Ja, dann kann ich jetzt endlich wieder weiter saugen und lasern und löten. Vielen Dank fürs Reinschauen, Leute. Daumen nach oben nicht vergessen, Abo nicht vergessen und bis zum nächsten Mal. Ciao!